Wie kann das sein, dass ich 2 Tage vor dem Luciano-Konzert, Leute, noch krank bin? Ich kann es glauben. Vor allem ich. Ich werde nie krank. Aber das habe ich in den letzten 2 Wochen, Leute, so oft gesagt zu euch. Und ich glaube, deswegen bin ich genau krank geworden. Weil ich es gesagt habe. Mein Körper wollte mir zeigen, dass ich krank werden kann. Und hier I am. Guck mal, die beiden sind gerade vom Training gekommen. Wart jemals krank und ihr hattet so viel Stress, dass ihr wieder gesund werden möchtet? Weil ich will so entspannen, damit ich gesund werde. Aber das Ding ist, ich denke mir die ganze Zeit, Freitag muss ich dorthin. Freitag muss ich dorthin. Wir haben einfach die Tage abgezählt. Was machen wir, wenn ich nicht gesund werde? Ich meine es ernst, Bro. Vielleicht kann ich nicht gehen. Tutti, kennst du diese Bälle, wo man übers Wasser laufen kann? Ja. Einfach so, geh da hin, so. Keilfrei. Ey, ich meine es ernst, geht ohne mich. Die andere Karte verkauft ihr am Eingang. Guck mal, Tutti, natürlich lassen wir dich nicht allein. Aber ich habe vielleicht heute, als Doi da war, gesagt, nimm die für Freitagabend frei. Sicher ist sicher. Echt jetzt? Ja, und Doi hat gesagt, ich weiß Bescheid. Ah, tust du mir weg? Ich weiß Bescheid. Ey, ich kann nicht seriös wirken. Kannst du halt mit diesem Schluck auch, gell? Ich sehe auch echt nicht gut aus, ne? Du siehst aber echt nicht gut aus. Bro, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ich habe permanent Migräne. Ich habe gerade eine Migränetablette genommen. Mir geht's ein bisschen. So, diese Pupillen sind so, nur schwarz. Da ist kein weißes mehr, Leute. Wer hätte das gedacht? Aber heute ist das Konzert, Leute. Und mir geht's wirklich schon viel, viel besser. Ich klinge noch ein bisschen krank, aber das ist nur die Nase. Sonst, ich habe kein Fieber, ich habe keine Halsschmerzen. Ich könnte jetzt heute Abend schreien, bis zum geht nicht mehr. Mir geht's wirklich gut. Und das Ding ist, ich habe wirklich damit gerechnet, dass ich bis Freitag nicht gesund werde. Aber here we go. Nigga, we made it. Machst du bis Mittagsschlaf? Oh mein Gott, wie süß du bist. Oh, ich will, ich könnte dich auffressen. So süß bist du. Mein Vater hat mich eben angerufen. Ich musste mal kurz zurückrufen. Ja, Vater? Boah, Tutti, kann ich vor dem Konzert noch eine Runde duschen gehen? Wo bist du? Wir warten auf dich. Ja, chill, ich bin gleich zu Hause. Frage ist, kann ich noch vor dem Konzert eine Runde duschen? So, ich bin hyped, ich hab Bock. Ja, kannst du machen. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu spät losgehen, gell? Ja, ich beeile mich, alles gut. Okay, also ich meine so eine 2-Minuten-Dusche. Ja, 2 Sekunden eigentlich. Immer nur Spaß. Okay, dann beeil dich, gell? Bis gleich. Schneid die Kabel durch der Wasserleitungen. Aber ich habe ihm gestern gesagt, geh schnell duschen, es geht danach der Schule. Aber ich glaube, du hast mich angesteckt. Du Arsch. Hab ich nicht. Ja, du hast mich krank gemacht. Ich habe die ganze Zeit versucht, dich zu pflegen, damit du gesund wirst vor dem Konzert. Ich bin auch noch krank. Nicht so wie ich. Schämt euch nicht. Schämt euch nicht. Er ist vor die Tür. Sitz und bleib. Mom, er ist vor einer Sekunde rausgegangen. Lumi. Ey, ganz kurz. Die meckert mich an. Du meckerst mich an. Schämt ihr euch nicht? Lumi. Nein, ich schwöre auf alles, Mom. Ich habe ihn gerade rausgelassen. Er wollte gerade raus. Ich dachte, er will ins andere Zimmer. Du kleiner Schauspieler. Denk doch, wenn du vor der Tür bist. Junge. Ja. Du bist ein Hund oder Katze. Top. Mach hopp, komm. Komm, wir üben zusammen. Ja, so. Ja, so. Wenn du reinkommen willst und die Tür geschlossen ist, dann bell. Was sagen wir, wenn die Tür zu ist? Ja, wir klopfen. Klopfen. Genau, und dann darf ich reinkommen. Super. Dann sage ich herein. Oh shit. Ich bin erst gegen meine Blaschhand gekommen, Lumi. Wie lange Blasch hast du auf deiner Hand, Bro? Hier ist irgendwie alles voller Staub. Guck mal, der Mund. Der hat ein Weibchen geküsst. Wie auch immer, wir werden uns jetzt zusammen den Damenbart entfernen. Ja, die Männer, die gerade zuschauen, ihr macht damit. Und ihr wisst, Leute, wir rasieren uns schon lange nicht mehr. Wir lasern uns nämlich. Ich habe ihn geredet von YouLike. Ich liebe das. Das ist so krank. Ich habe es nämlich gehasst, wenn ich mich rasiere, dass die Haare so schnell zurückkommen. Also haben Mona und ich uns ein Lasergerät geholt. Leute, da investiert hier einmal rein und ihr müsst gar nicht mehr rasieren. Die Haare kommen immer weniger und weniger zurück beim Rasieren. Ihr wisst, führt nach einem Tag, die Haare sind wieder da. Und dann hatte ich mir so gedacht, ey, man könnte sich auch lasern gehen. Aber erstens traue ich mich nicht und zweitens, warum willst du jedes Mal zahlen, wenn du lasern gehst? Anstatt, dass du einmal ein Gerät kaufst und danach kannst du es zu Hause machen, wann du willst, wo immer auch du willst und du kannst es alleine machen irgendwo. Schaut euch mal an, wie schön das glänzt. Ballerlosbrille ziehen wir jetzt auch zusammen an. Und es tut nicht weh, Leute. Da ist so ein Kühlungseffekt drin. Sprich, wenn ich gleich laser, ich spüre das nicht. Das wird so gekühlt. Das heißt, es brennt nicht oder so. Sind wir bereit? So, fertig. So schnell ging das. Leg das jetzt zurück. Ich mache das immer regelmäßig, dann kriege ich hier gar keine Haare mehr. Alter, ich spare mir so viel Zeit dadurch. Deswegen checkt jetzt YouLike in der Infobox ab. Ich verlinke es euch dort. Das Gerät kostet 369 Euro, aber es lohnt sich, ne? Ihr müsst einmal investieren. Ihr habt von YouLike auch eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Bedeutet, wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es einfach zurückschicken und ihr kriegt euer Geld zurück. Plus, ihr habt einen lebenslangen Support von YouLike. Wenn irgendwie mal Probleme kommen oder ihr Fragen habt, könnt ihr euch immer an YouLike wenden. Die helfen euch. So, viel Spaß euch beim Shoppen, ja? Ich habe mir das Outfit zuerst ausgesucht und sie hat es mir nachgemacht. Nein, mein ganzes Outfit, Leute, seht ihr gleich in dem TikTok. Nee, sorry. Nein, ich kann so nicht gehen. Eigentlich sieht das voll gut aus. Zu schick? Ist vielleicht ein bisschen zu schick. Das ist ja mal richtig interessant. Das habe ich ja noch nie bei dir gesehen. Voll besonders, ne? Ja. Selbstdesigned? Das ist zu kurz. Guckt mal.
So, da haben wir heute Partnerlooks. Das sieht doch stylisch aus, komm. Jacken im Kofferraum. Hornerwert. Ich war. Können wir ganz kurz meine Haare appreciaten? Meine Haare sehen so toll aus. Wir haben gestern beim Friseur, guck ich mir meine Haare aus. Oh mein Gott. Hat die so schön gestylt. Ich hatte so Lockenwickler drin. Ich blende mal hier so ein. Ich hatte so Lockenwickler drin. Und dann einfach das TikTok dazu aufgenommen. Es ist abgebrochen. Es war weg. Ich so, Mann. Und deswegen, ey, kann man das Ende fresh aus. Okay, Horner fährt. Hast du das? Jano sieht mich. Von ganz hinten meine Haare. Er sagt, ey, die mit den schönen Haaren. Horner, du fährst jetzt. Fahr bitte vorsichtig, okay? Ja, auf Kurs. Ich bring uns dorthin. Du machst auch Navi an. Dein Akku geht leer. Du bist verantwortlich dafür, dass wir früh ankommen, ja? Was machst du? Boah, reingeschissen. Doch, ich hoffe, es klappt mit dem Millionär. Wenn das kommt, wer sendet mit dir das? Jetzt ist er so krank. Bis zum Ende. Bisschen, ja. Warte. Weiter? Ich glaube, so ist gut. So ist gut. Zeig mal. Wow! Ich fahr noch ein bisschen nach vorne, hat der Porsche einen Platz, der Brille. Geil! Holla hatte gerade ein bisschen Flatter, weil hinten so ein Porsche Cayenne war. Die so, oh mein Gott, ich will hier nicht. Ich fahr so rein, ich so, bitte nicht. Wir sind genau in der Innenstadt. Was machen wir hier, Tutti? Du hast die Route eingestellt. Achso, ich habe extra gesagt, wir gehen bis an die Zeit erstmal was essen. Geil, Digga, weil ich hab so Hunger. Ich will nicht mit leerem Magen da hingehen. Ich hab so Hunger. Weißt du, ohne Essen, Leute, ich bin gereizt. Dann sage ich so, hörst du Sigmar? Alle sind so still, die sagt so, wir könnten eigentlich auch zu Lind gehen und Mommy etwas holen. Sie Chocolate? Ja, später. Aber ich habe so Hunger. Wisst ihr, was die heute gefrühstückt haben? Ich habe gestern Abend so einen Flammkuchen gemacht. Der ist so dünn. Ich dachte nur so als Snack. Auf einmal wurde es unser Abendessen. Jeder hat das gegessen. Keiner hatte mehr Hunger. Ja. Und das war heute Morgen auch unser Frühstück. So die Restebrote. Ich habe so Weil du so viel gemacht hast. Zwei Stück. Du möchtest Flammkuchen machen als Snack. Die macht drei Stück rein. Zwei. Natürlich ist dann unser Abendessen. Zwei. Nein, und das war ein Hauch dünn. Diesen Hauch. Ja, das war dann noch unser Frühstück. So viel ist übrig geblieben. Oh, ich habe so Hunger. Geht nicht essen. Warte mal, das hier? Das für mich. Das ist vegetarisch, oh mein Gott. Oh, das sieht voll lecker aus. Das ist für mich das Käse. Jetzt, wo ich rede, ne? Wir sind bei Itori, also zum ersten Mal. Wir lieben Indisch. Ich glaube, ich habe noch nie Indisch draußen gegessen, weil ich mochte bis vor kurzem keinen Reis. Nur zu Hause habe ich gegessen. Stimmt. Also bei mir ist nicht das erste Mal Indisch, deswegen freue ich mich. Es hat sich so viel angefühlt. Man nimmt so drei Stück. Die fragen sich vielleicht, wo die ganzen Servietten sind, ja? Ich nehme schon für mein Kaugummi. So, danke, Bibi. Oh mein Gott, das ist so lecker. So mache ich es auch zu Hause. Oh, natürlich. Wenn es so schmeckt, wie du es machst, dann ist es krass, ne? Ja, dann haben die es getroffen. Schmeckt's? Ich find's richtig geil. Guck mal, das ist Gemüsebällchen. Wer hat das? Lass mal probieren, die sehen voll lecker aus. Normale Menschen. Menschen, die satt geworden sind, nicht mehr können. Menschen, die einen Löffel essen. Das könnte doch eine Person essen. Was ist das? Mein Vater hat zu Hause vier Eier oder so gegessen. Jetzt noch das. Und ein halbes Baguette und eine Wurst. Nein, ich habe mir ein bisschen Platz freigelassen, weil ich will was Süßes. Natürlich. Pass das nicht an, ich habe damit meine Nase sauber gemacht. Ey, wir haben einfach schokolierte, nennt man die so, schokolierte Erdbeeren. Guck mal, wie geil. Jeder darf jetzt ein Dings nehmen, einen Apfel, okay? Das sind zwei Stück, wir sind drei. Jeder darf eins nehmen. Oh nein, die sind aufeinander geklebt. Nein. Natürlich. Oh, jetzt ist es so unsatisfying. Ich muss die brechen. Ja, brich die mal in der Mitte. Ja, ich bin Sparta. Ey, ganz kurz, Foodtour oder besuchen wir? Luciano. Nee, Vater wollte eigentlich nur was zu trinken. Wir so, komm, wir holen noch Erdbeeren. Erdbeeren sind okay, aber Schokolade ist lecker. Oh, voll geil. Und voll günstig. Zwei Stück, 4 Euro. 4 Euro. Einfach gut, oder? Ne? Weihnachtsmarkt kostet 1,10. Okay, jetzt zu, Vater. Die Erdbeeren schmecken voll frisch. Meine hat okay gut geschmeckt. Bruder, ihr esst vom gleichen Spieß. Sie sagt, die sind nicht frisch. Du sagst, die Erdbeeren sind frisch. Mhm. Eine, ich hab noch nicht alle gegessen. Die Leute sagen, okay, Erdbeeren kaufen aus Rewe. Nee, Moment, Erdbeeren nicht kaufen aus Rewe. Das ist schon heftig. Ja, das ist voll lecker. Ja, jeder hat zwei, gell? Bei dir ist Feierabend, Monsieur. Tutti, jeder hat zwei. Jeder hat zwei. Ich hab nicht viel Reis gegessen. Tutti. Leute, das sind meine zwei kleinen Hallo, Geschwister. Du bist der Kameramann. Ich glaub's nicht, Digga. Ich hab so eine scheiß Arschkarte im Leben. Guck mal, der isst mir meine Erdbeer weg. Was ist das für ein Gentleman? Guck mal, wer hat gesagt, jeder kriegt nur zwei? Mathe? Digga, ich hab sie entdeckt. Ich bin drauf gekommen. Ich hab gesagt, wir holen sie. Ich hab die ganze Schokolade hier. Die auch fahren. Abo, sie nimmt alles. Sie fragt mich was. Das sind wie Hunde. Die man denkt, das ist Tutti und Hunde. Wir so, das ist mein Stück Schokolade. Nee, die benehmen sich wie Hunde und Tutti. Nur deswegen erkennen die uns ja.
Genau, das sind die. Da kommt eine Zuschauerin und die sagt, hi, und Honna und ich, wir haben sie nicht gehört. Dann läuft die einfach mit uns und wir haben es nicht bemerkt. Ich drehe mich um, ich mache so, ey, Vater, und auf einmal, wir sind nicht mehr drei, wir sind vier. Wir sind vier plötzlich, die so, hi. Ich so, boah, wo kamst du, Digga? Wie ein Ninja. Boah, sie hat nur hi gesagt. Ich werde angesprochen mit Mr. King. Hätte sie mich gerufen, ey, Queen. Queen, ich hätte mich umgedreht. Oh, du hörst auf Pfeifen? Wenn es mit Queen endet, dann ja. Nein, Bro, das kannst du nicht sagen. Wie viele haben wir eigentlich? 30. 30? Ja. Oh, Minischlange, Minischlange. Voll, wir warten gerade eine Minute. Und das ist jetzt ein Geburtstagsgeschenk, was direkt eingelöst wird. Direkt. Nicht wie Reiten oder so. Oder Tauchen, Bro. Tauchen. Kann bis heute einfach nie gemacht. Wir schenken nächstes Mal bis zum Mond. Schauen wir mal, wie wir es machen. Leute, wir waren so lange hier auf dem Konzert. Kennst du die? Man zieht die an, dann leuchten die so. Dann alles leuchtet gleich. Ja, hey, ich dachte mal, die machen das mit Feuerzeug. Dachte ich auch. Ich so, hey, warum machen die das alle gleichzeitig? Woher wissen die das? Draußen ist ein bisschen kalt. Ich dachte, hoffentlich ist hier drin warm. Ja. Guck mal, hier ist richtig warm. Wir sitzen hier, Leute. Wir sind hier. Lucianos dort. Hey, ohne direkt? Ja. Geil. Ich dachte, wir müssen hochgehen oder so. Nein, nein, nein. Nee, Bro, oben war ausverkauft. Hast du siehst im Schnitt? Ehrlich, jetzt ausverkauft. Hast du es gehört? Ja, Luciano, beeil dich mal. Ich will noch meine Serie gucken zu Hause. Digga, wir haben schon Drinks geholt. Das ist Vaters erstes Konzert. Ah, Bubi, Bubi. Schon richtig voll geworden. Aber nicht so voll wie mein Magen, ne? Wie gesagt, so, sollen wir einfach hochgehen und uns einfach hinsetzen? Ich so, Bruder, die wird es gleich voll sein. Jetzt voll geworden. Es sind aber alles leer. Ich hab's online gesagt. Ey, wenn die Idioten nicht kommen, ich geh nach oben. Wenn wir ihn kidnappen, ich glaube, ich nehme Oberkörper, du nimmst Beine, oder? Oder der ist leicht, ich nehme den so hochgepackt. Von 1 bis 10 dein erstes Konzert? 20. Sollen wir das sagen? Wo kommt der Schicksal?
leer, deswegen muss das Handy jetzt hinhalten. Feedback ist, wenn ich morgen nicht Halsentzündung habe, weil ich meine Lunge rausgeschrien habe. Kurz, ich hatte hier so ein Stück von Lunge drin. Was ist das? Das war meine Lunge. Was hast du dann gemacht? Wieder gegessen? Ich hab's dem Nachbarn gegessen. Bruder, hier, du schreist gar nicht. Dein Leben ist ja nur geraucht, Bruder. Er hat gar nicht gesungen. Ich hab's halt so gemacht. Ich so, wieder zur Seite, Junge. Ich war krank. Ich war jetzt auch nur auf einem Konzert. Luciano, wo das ist. Ich wusste gar nicht, dass es das abgehen kann. Bei Gott krank. Von 1 bis 10, stabile 200. Feuer, Rauch, die ganzen Leute hier rumstehen, diese Armbinde, das war alles komplett. Das war crazy. Ich fand's gut, du hast viele Bilder benutzt. Das ist freigesprochen, kein Stotterer. Aber ein Minuspunkt bei Central C nicht gekommen ist. You show us the UK flag and then you say London, I say Central C. He doesn't come. Das war sogar der Song mit Central C. Er macht die Flagge, er sagt, Leute, ihr wisst, was für eine Flagge das ist, ihr wisst, was kommt. Wir sind die Flagge. Ich wusste, er kommt, ich wusste. Ich schreie so laut Central C, die Leute gucken. Auf einmal, er kam einfach nicht, war so. Und deswegen habe ich die hier mitgenommen, die sollten mir eigentlich zurückgeben. Weil ich wollte wissen, hat die da haben. Echt, Hund? Ja. Ich habe es abgegeben. Ja, komm und hol doch.